In der letzten Episode. Warte mal. Ich muss ein bisschen weiter denken als nur ein bisschen. So, okay. Dann machen wir das einfach nochmal. Dann wissen wir doch Bescheid. So, bitte sehr. Also, jetzt habe ich das Jagdgewehr genommen. Ach so, das soll. Ach so. Ich muss das Terminal finden. Hier scheint etwas nicht zu stimmen. Das Terminal. Interessant. Terminal, genau. Hier wieder was? Das war's schon, echt? Ach du Schande. Na komm. Das mit dem Wasser ist der Hammer. Hey Leute, guck mal. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Fallout 4, der Episode 79. Wir wollten eigentlich die Mission machen. Welche war das? Hilf bei der Verteidigung von Gutshaus Group. Das war hier R. Sorry erstmal, dass ich wieder so kränklich klinge. Ich habe einen Nasen-OP gehabt. Und jetzt habe ich auch noch zusätzlich eine kleine Mantelentzündung. Ist alles nicht sehr zuträglich. Hoch. Vielleicht haben meine Annäherungssensoren auch eine Fehlfunktion, aber hier scheint etwas nicht zu stimmen. So, Jogger. Nee. Du bist der Abenteurer, echt? Das ist ein legendärer Ritz. Vorne. Gut. Verschlagen. Plus 1 Beweglichkeit, Wahrnehmung, rechtes Bein. Gut, da drüben geht's noch weiter. Gut. Gott. Sieh dir das ganze Blut an. Abgeschlossen. Gut. Ja, die Räder 2, Powerrüstung, die findet man hier öfter. Versorger. Ah ja, hier drüben. War natürlich extrem schwer beladen. Kampfrüstung. Ach so, das war sein Arm. So, wen sprechen wir jetzt an? Das war's schon. Ach so, wir sollten nur hier vorbeikommen, echt? Okay. Läuft's denn sonst hier so? Zu wenig Bett. Ach du Schande. Nicht nur zu wenig Betten. 18 Leute. Wo steht dieses Spalier? Ja, okay. Das heißt, wir müssen hier drin erstmal Platz schaffen. Bevor wir da Betten platzieren können. So. Warte mal. Mal so. Nein, E-Taste. So, da kommt hier noch eins hin. Ist ein bisschen drehen, genau. Nein, andersrum. Kommt hier noch eins hin. So, so langsam. Wir nähern uns der optimalen Zahl von 200. Hallo? Bist du gerade hierher gekommen? So. Einmal. Ja. Rechts hin. Gut. Da geht auch noch eins hin. Irgendwie zumindest.
Jetzt rüben wir doch noch mehr Platz. Warte, den drehen wir so rum. Wobei, wahrscheinlich macht es ja so rum Sinn. Ja, und das ist ein Durchgang. Ja, da steht im Weg. Das ist eh alles Durchgang, okay. Wie sieht's oben aus? Da stehen ja schon ein paar Betten, aber das reicht wohl nicht. Nein, du sollst den. Nein. Ja, genau. Hier klebt noch ein Ghoul. So. Da geht hier nämlich auch noch Betten hin. Nein, verkehrt rum, verdammt. So, jetzt reicht die Bettenzahl gerade so, aber wahrscheinlich kommt just gleich noch einer hinzu. Aber da kommt man noch durch. Ich würde ja sagen, ja. Hier draußen schläft man schon, okay. Sieht es hier oben aus? Ey, kann man noch ein bisschen was machen. Nee, das Bett bleibt da. Inhalt zur Werkbank übertrage, echt. Nein, du sollst. Warum nimmst du den Schrank nicht? Gut, dann gehen hier noch ein paar Betten hin und dann sind wir hier erstmal damit durch. Einmal hier und gut. So, wie viel haben wir da jetzt? Was? 24, gut. Wasser haben wir noch nicht genug, okay. Ja, ist leider sehr tief, die Küstenlinie, deswegen müssen wir das anders machen. Okay. Leute haben so eine spezielle Beschäftigung hier. Da müssen wir mal gucken. Hier gibt es ein bisschen Futter, aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Nicht wahr, zuerst mal essen. Ja, warum nicht? Das ist hier so das Kürbisbeet. Das bewachte Kürbisbeet. So, was haben wir noch? Klingkorn haben wir gar nicht so viel, echt. Melone natürlich. Der Klassiker. Du isst das nicht auf, gell? Nur, dass es klar ist. Schwierig hier zu säen. Das mal. So. Ja. Das schwebt halt teilweise ein bisschen vor sich hin, aber das ist ja egal. Jetzt muss ich eh erstmal gucken. Wir brauchen da noch ein paar Leute. Bitte was? Habe ich doch keine Verbindung nach Sanctuary Hills. Du sollst eigentlich. Also, wie war das? Ich muss erst. Nee, ich muss erst ihn auswählen. Enter. Klar. Ast. Gut. Da sind wir jetzt bei 12 Essen. Verstehe. Gut. Nehmen wir hier noch jemanden. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Mal gucken, wo geht's hier weiter. Ist jetzt alles erst zugewiesen? Echt? Okay. Egal, ich weise jetzt einfach zu. Es ist tatsächlich immer noch zu wenig. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir können ein paar Bäumchen pflanzen, warum nicht? Ich gebe immerhin Eid.
Sind wir jetzt schon bei 23. Gut. Abdose. Ja, das ist wahrscheinlich einfach zu wenig von dem Zeug. Das liest wieder oder was? Möbel sonstiges, richtig? Nee? Was? Ich bin nur der Rider, ich wollte unter Möbel. Sonstiges? Wenn wir hier so viele Leute haben, ganz ehrlich, da müssen wir da ein bisschen was machen. Teilen sie sich gleich auf. Kommt ihr da jetzt nicht ran oder was? Gut, da müssen wir die halt ein bisschen aufteilen. Leute hätten gern ein bisschen Platz zueinander. Hier kannst du auf dem Ghoul üben. Was macht ihr denn die ganze Zeit hier? Wasser. Ist jetzt mal das nächste. Wasseraufbereiter. Der muss im Wasser platziert werden. Produziert 4? Okay. Dann machen wir hier mal 2 hin, weil wir brauchen einen Generator von 8. 3, 5, 10, okay. Vitrat produziert 3, der produziert 100, 150, 500, okay. Und dann nehme ich den für 10. Nehme ich mal runter, so. So, jetzt haben wir auch genug Wasser. Energie. Was macht ihr denn? Warum macht ihr nichts? Okay. Ich denke, das passt erstmal. Genug davon. Die sehen alle ein bisschen unbeholfen aus. So, gehen wir mal die Mission zurück. County Crossing, sprich mit Leuten mit Taffing Bootshaus. Das haben wir schon gemacht. Wir müssen da doch mal hin, echt? Dann sprechen wir halt. Ist auch finster. Ja, dann nehmen wir das da was mit. Die schlafen, okay. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Bis sie uns gern entfernt. Er wird fleißig geschlafen, okay. Dann schläfst du mal 3 Stunden. Genau. 2,99er Fusionskerne. Diese Powerrüstung wird angemessenen Schutz bieten. Na ja, da. Hey, Junge. Wir haben es geschafft. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren, aber die Minutemen waren für uns da. Gut, abgeschlossen. Ja? Okay. Ich würde sagen, das müsste eigentlich für die Moral gut aussehen. Gut. Ist die Mission jetzt abgehakt? Tatsächlich. Okay. Was haben wir denn hier? Untersuche das Museum der Hexerei. Untersuche Past the State. Irrenanstalt. Kämpfersteck. Warte mal. Hatten wir nicht Bedford? War da nicht eh irgendwas gewesen? Ich dachte, da wäre was, aber wir haben gar nicht mehr so viele Missionen, lustigerweise. Hör dir das seltsame Signal an.
Untersuche die Werkstatt des Händlers. Ich aus der Vergangenheit. Ist alles hier hinten, oder was? Der Slog. Ja? Im Slog ist es neblig. So, ich möchte das mal runter mich hinlegen. Ist es zu neblig? Toll. Dann nehme ich halt das Bett. So, es ist immer noch neblig draußen. Aber ich würde sagen, nein. Gut. Ein paar interessante Sachen wieder. Nein, ich sammle hier nicht. Drüben irgendwo. Gut, wir speichern mal, sicherheitshalber. Huch. Da drüben wird rumgestiefelt, echt. Der Enklave, echt. Okay, es funktioniert so nicht. Habt ihr das gehört? Gut. Alter, du musst da nicht runter. Wir können sie auch hierher kommen lassen. Das war die falsche Taste. Das war doch die falsche Taste. Echt, hier sind schon wieder mehr Leute. Oder? Wie sie alle kommen. Gut. Gehen mal weiter. Warum ist es hier so heiß? Aber wir müssen da was machen, gell? Reparieren. Gut, kannst jetzt mitmachen. Das Lock hat ausgeholfen. So, Jorge. Gibt es dich noch oder wie war es das jetzt? Anscheinend gibt es dich nicht mehr. Plasma-Kartusche und Plasma-Gewehr-Eklaven marken. Gut. Munitionskisten. Okay. Tja. Es war denn wohl wichtig, hier die Spuren zu verwischen, wie es aussieht. Interessante Kisten. Okay.
Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal rausbegeben, das lesen zu können. Sie sollten etwas von denen fallen lassen, was sie da mit sich herumtragen. Ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Lass das mal alles in dich fallen. Was? Okay. Feldeinsätze, Enklave, Gott segne Amerika, Beschaffungsprotokolle. Ach, du Schande, Höllenfeuer-Power-Rüstung, Gegenstand. Übersicht, mehrere Höllenfeuer-Power-Rüstung wurden im Einsatzgebiet gesichtet, Bergung von höchster Wichtigkeit, zusätzliche Hinweise. Eine hiesige Händlerin verstorben hat, Berichte bestätigt, dass ein Krawallmacher namens Pyro Besitz einer Höllenfeuer-Power-Rüstung ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Pyro einen Deserteur überfallen und ihm die Rüstung abgenommen hat. Bergungsoperation wird in Kürze beginnen. Schwerer Hochleistungsofen, Tesla-Kanone. Keine Hinweise. Power-Rüstung X02, Fusionskerne. Fusionskerne im Einsatzgebiet bestellt, Bergung von hoher Wichtigkeit. Der Geheimdienst hat bestätigt, dass sich im Commonwealth von Massachusetts eine beachtliche Anzahl Fusionskerne befindet. Jeder davon sollte bei Sichtung geborgen werden. Laut Befehl sind Zivilisten im Besitz von Fusionskernen, von deren Konfiszierung zu eliminieren. Richtig sympathische Gang. Plasma-Waffen. Zusätzlich Hinweise, eine hiesige Gruppe namens Gunner ist im Besitz einer besonders großen Menge von Plasmawaffen. Sollen sich taktische Vorteile ergeben, müssen Gunner-Trops vernichtet und ihre Waffen konfisziert werden. Überlebende sind laut Befehl aufzuspüren und hinzurichten. Zusatz. Im Commonwealth von Massachusetts wurde mit der Anwesenheit der Stellern Bruderschaft beobachtet. Obwohl sie wahrscheinlich Plasmawaffen besitzt, eine Konfrontation zu vermeiden. Plasma-Kartuschen. Okay, dasselbe nochmal. Gut, alles klar. Befehle. Nur für den befehlshabenden Offizier. Missionsanweisung erhalten, wertvolle Ausrüstung von nicht autorisierten Personen. Erstens, Lage im Einsatzgebiet errichtet und alle 14 Tage vorgesetzten Bericht ansichtlich beachtenswerter Vorfälle in der Nähe erstatten. Zweitens, Verbleib verschwundener Ausrüstung mittels Aufklärung, Zwangsausübung, Folter oder anderen bekannten effektiven Methoden in Erfahrung bringen. 2b, befragte Bevölkerung nach erfolgreicher Informationsextraktion beseitigen. Drittens, nach Identifizierung des Verbleibs von Ausrüstung, Bergung einleiten und Zeugen beseitigen. Viertens, nach erfolgreicher Bergung von Ausrüstung mittels Funkleiter verlangt Feuer zum Feldhauptquartier zurückkehrt, Funkfrequenz auf Terminal beigefügt. Geplante Eintreffen der Ablösungseinheit zensiert. Funkleitfeuerfrequenz herunterladen. Folge dem Funkleitfeuer der Enklave im leuchtenden Meer. Das leuchtende Meer, ach echt. Ja gut, was auch immer, der Turm ist kaputt. Das wird Penner. Schläfst du mal eine Stunde? Okay. Beginne mit der Suche am Rand des leuchtenden Meeres. Folge dem Funkleitfeuer der Enklave im leuchtenden Meer. Das ist alles, okay? Nein, du solltest hier drin bleiben und dann hier scrollen. Okay. Das leuchtende Meer. Schrottpalast. Somerville Place. Keiner da, aber immerhin 60%. Gut. Genau dasselbe Fischtour, Yachthafen mit weniger Prozenten. Okay. Polizei Revered Attic. Tja. Dann gehen wir mal nach Somerville Place. Hier ist wieder finster. Es ist wirklich keiner da. Ja, ich hatte ja auch den Tipp bekommen, dass man erstens Roboter auf Tour schicken kann. Und man kann das auch von Sanctuary aus machen. Warte mal, dann guck mal gerade mal. Können wir hier diesen Funkleitstrahl bauen? Hier nutzt nämlich Sache tatsächlich. Okay. Gut, dann machen wir das vielleicht mal. Wir gehen mal auf Sanctuary. Somerville Place heißt das Ding. Nein, nicht zum Vault. Eigentlich könnten wir. Das war die falsche Taste, ich wollte E. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Nein, gib mir mal dein Zeug her. So. Gut. Bleib doch da, okay. Nee, mach mal R. R, E. Re. Guten Tag. Was? Weg mit der Kippe. Carla, brauchst du noch was?
Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Ja, natürlich, warte. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Okay, wir schauen erstmal wieder nach der Munition. Oh, ich kaufe mir mal ein paar Sachen. Mal gucken, ob wir das gegenfinanziert bekommen. Bin mir relativ sicher mit ja. Okay, fangen wir erst mit dem Waffen an. Ups. Was haben wir jetzt gerade als letztes rein, was so extrem viel gebracht hat? War das nicht irgendwie Napalm oder sowas? Der hier. So. Sie sonst noch irgendwas hat. Gib mir mal schmutzige Wasser, das ist eh mal ein Problem. Genau. Den Rest brauche ich hier nicht. E-Stock, das ist natürlich schon die Spezialwaffe. Nö, das passt soweit. Kann man da noch irgendwas verkaufen? 255 hat sie immerhin. Das heißt, so passt das doch. Sie hat nichts und wir haben alles. Warte mal, dann machen wir erstmal die Munition hier rein. Gut, ich denke, dann haben wir hier gar nichts rein zu tun, oder? Warte mal, halt, da waren noch Mods. Und dann hier den Schrott rein und dann... So, ein bisschen Rüstung mit Sternchen. Gut. Das wäre das. Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Das denkst du nur du. Herstellen. Okay, nicht mit Power-Rüstung. Neuer Autobatron. Bitte und ja, machbar. Ja, reicht ja. Einfach so das simpelste Ding überhaupt. Was gibt da noch für Stimme? Pieps-Klick-Modul. Helle Pieps-Stimme. Gut. So, kann ich den jetzt? Wie ist das? Verstand schwer zu beschreiben. Still, wir werden miteinander auskommen. Verstanden? Verstehst du auch nur ein Wort von dem, was ich sage? Gut, keine Sorge. Keine Sorge. Es braucht vielleicht ein bisschen, aber wir gewöhnen uns schon aneinander. Gut. Wir werden miteinander auskommen. Ich kann dich zwar nicht verstehen, aber wir werden schon gut miteinander auskommen. Gut. Dann los. Komm, wir brechen auf. Nein, machen wir nicht. Nein, halt. Halt. Hey, Ada. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Man. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ja, natürlich. Komm, wir brechen auf. Ausgezeichnet. Ich werde stets mein Bestes tun. Automaton nach, was? Der bleibt erstmal hier? Ja? Gut. So, Junge, du machst Versorgungsroute und jetzt sind wir dabei. Somerville Place. Enter. Gut. Hallo? So gewesen. Achso, ich muss jetzt raus. Okay, alles klar. So, der wird es bestimmt da runter schaffen. Wir gehen auf jeden Fall schon mal hin. Gut. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt müssen wir ja was bauen können. Aber das hat sich gelohnt. Ja, genau. Sehr schön. So, Generator dazu. Ist verbunden oder nicht? Jetzt. Gut, gut. Kein Essen, Wasser immerhin.
Ey, Schutz, echt. Leises Problem. Aber erstmal so vier Türme. Kurz. Ja, okay. So, wir müssen jetzt... Warte mal, lass mich auf die Karte schauen. Prinzip in die Richtung. Wo ist das andere Signal? Kinderkrippe, Green Top, wieso? Ach, ja, okay. Das habe ich übersehen. Dann gehen wir halt dorthin. Wenn du dich mit einem von uns anlegst, dann ist mit allen. Ist sind nur Raid, oh Gott. Tja, Yoga, meine Präsenz. Gut. Was verbessert Bleirohr? 40% reduzierte Aktionskosten. Das ist natürlich schon wichtig. Der Rest ist uninteressant, gut. Zeit, das zu Ende zu bringen. So, das passt soweit. Jetzt war hier. Kartusche hinzugefügt. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja cool. Ach, das war es doch gar nicht, echt. Ach, hier. Ja. Gut. Nee, das war die falsche Taste. Nee, das war schon die richtige Taste, aber falsch wahrscheinlich. Hä? Sind wir hier nicht drin? Jetzt. Reparieren. Ja. Es gibt doch diesen Baum. Sie macht diesen scheiß Baum weg hier. Geht nicht weg. Ganz schön aufs Maul bekommen, die Türme. Der ist in Ordnung, gut. Okay. Der rattert fröhlich vor sich hin, gut, alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es eigentlich sonst noch bei den Türmen? Lasergeschützturm, Scheinwerfer, Raketengeschützturm. Okay. Wir stellen die mal hier hin. So. Haben wir da noch genügend Energie? Tatsächlich. Ein bisschen wenig Essen tatsächlich, interessanterweise. Echt? Doch so viele Bäume hier. Sind die nicht alle bewirtschaftet oder was? Parieren mit Butterbeere. Also. Gut. Reparieren wir die Bäume? So repariert man Bäume. Ganz einfach.
Aber jetzt wieder genug Essen, okay. Ah ja, gut. Tab lagern. Ja. Edge. Gut, dann ist das hier wieder in Ordnung, alles klar. Dann können wir eigentlich wieder zurück zur anderen Mission. Das heißt auf der Karte natürlich. Erstmal wieder nach Superman Place. Da sind schon zwei Leute da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey Junge. Ja? Falscher Modus. Du darfst dich mal um Mais kümmern. Okay. Da ist doch jemand. Hä? Gut. So, du darfst dich auch um Mais kümmern. Hallo? Hat jetzt funktioniert? Wir sind schon zu dritt hier, echt. Also wir haben ja wohl offensichtlich ein Problem. So, da gib mir mal wieder einen Generator. Einfach so ein klein daneben, mir reicht das mal. Das war verrückt. Huch. Hat jemand geflogen? Guten Tag. So, ich will gerade aber nach Wasser schauen, weil da war ich jetzt nicht sicher. Drei. Okay. Was ist gerade außer Reichweite, oder? Das sieht so aus. Schade. Gut, dann bauen wir normale Wassertürme, das ist ja egal. So, zum selber pumpen. So, dann gehen wir mal ins Haus und gucken mal, wie es hier mit Batman aussieht. Ich nehme mich stark an, dass wir hier noch viel tun müssen. Ganze Schrott ist weg. Verbrannter Knack-Comic. Ja, ein Lager bitte. Gut, gehen wir das Bett hier hin. Kriegt man bestimmt noch eins hin. Ihr Gebäude heute. Ja, ja. Okay. Na gut, das wird so nicht funktionieren. So, hier wird gekocht. Da würde ich sagen, reicht das erstmal. Ja, hier fehlt uns tatsächlich sehr viel Munition. So. Ein Schuss reicht. Gut, dann können wir da noch ein bisschen kochen. Ja, okay. Ja, kommst du durch, gut. Alles klar.
kannst da rein, echt. Guck mal, hier liegt ein bisschen Zementsack, komm. Ja, dann gucken wir mal da rein. Easy. Koch, eine geschickte Art, das Schloss zu umgehen. Das war ich. Ach so. Splittergranate, Plasmamine, gut. Das ist kalibriert und mächtig. Oder Strohkissen, ja. Ja, ich weiß. Da leuchtet das rosa hier. Gut. Ja, sonst hat es hier nichts gegeben. Wieso leuchtet wir so rosa? War jetzt nicht mehr. Gut. Das war nicht meine Location hier. Das ist einfach nur so. Da ist auch ein Bunker irgendwo anscheinend. Steht auch jemand. Aber das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist irgendwo da drüben. Okay. Es regnet. Besser als Nebel auf jeden Fall. Da unten sehe ich schon wieder was flattern. Legendäre Blähflieger. Und der hört man Storys. Ja, ja, ich bewege mich. Ist schon mutiert, echt. Wo ist sie hin? Ja. Uiuiuiui, 50 Punkte zusätzlichen Strahlungsschaden. Yes. Leuchtet wieder. Es leuchtet nicht mehr. Gut. Vorne werden 2 Punkte angezeigt. Ach, da oben, echt? Funkleitfeuer der Enklave gefunden. Okay. Scheiße! Verloren. Gefunden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Räder hier. Oder was immer das auch für Hanseln sind. Ist das gerade das Wetter oder ist das die Region? Urkriegsgeld. Das wär's. Ja, der Tischventilator, das hätte ich besonders begehrt. In der Richtung. Gut. Kampfgewehr, das kann ich aber mitnehmen. Ja, das scheint wohl das Wetter zu sein, okay. Echt? Okay. Können nicht schlafen. Wegen dem Strahlungsschaden, okay.
Der Girin. Okay, dann machen wir es so. In der nächsten Folge, wir folgen mal dem, der Radiogeschichte hier. Mal gucken, ob wir da was rausfinden. Und ja, dann müssen wir ins strahlende Meer. Positionssignalstärke 2,62%. Okay, ja, das finden wir raus. Das mit der Strahlung, da müssen wir jetzt halt durch. Ja, zusätzlich aber halt noch dieses dämliche Gewitter. Und warten. Können wir hier warten? Es gibt hier nichts zu sitzen. Okay. So, dann müssen wir es halt aushalten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.